2 Minuten 57 muss ich bringen. Na, meine Mischmucke muss Mischucke sein, das habe ich gebracht, eigentlich aus dem Grund, dass jeder weiß, einen Therapeut brauche ich nicht, ohne Scheiß. Ich bin über 20 Jahre clean, trocken und spielfrei. Ja, was sagt uns das? Wei, oh wei. Im November stehe ich vor Gericht und komme vielleicht frei. Naja, was soll ich berichten? Ich bin aus Berlin zugezogen nach Nauen und bin hier fast asozial verkommen, weil die einzigen sozialen Kontakte sind Leute vom Gericht eigentlich, die mir morgens Tabletten geben und ich tue sie dann auch nehmen, weil ich will ja nicht zurück im Knast. Naja, da wird auch nicht so viel gelacht. Und angefangen hat es mit meinem 14. Lebensjahr mit der Spielsucht, das war meine Primärsucht. Dann kam Kokain, Alkohol und der Puff. Eine gewisse Sexsucht hatte ich auch. Die ruht jetzt und ich träume manchmal davon oder spüre sie im Bauch. Im Prinzip ruht sie, wie jede Sucht eigentlich. Ich sehe das so, dass man Sucht nicht bekämpfen kann, sondern nur zum Stillstand bringen kann und dann abstinent lebt. Sonst steht sie ja nicht still. Und naja, das ist meine persönliche Ansicht nach ungefähr 13 Jahre Therapie. Und irgendwas wird schon dran sein. Das Hihihi spare ich mir. Und wollte noch sagen, ich brauche also nun wirklich keinen Therapeuten, weil ich beziehe mich auf Therapeut 3a, 3b, die zwei Tracks. Hex, Hex, Hex. Ich war sauer und hatte Langeweile und ja, die Treffen, die sind nicht authentisch und deswegen reime ich jetzt hier auch ein bisschen gespenstisch, aber ehrlich und naja, ich bin am Gehen so langsam, sage Tschüss und auf Wiedersehen und versuche authentisch so zu bleiben, so gut wie möglich. Ansonsten kläre ich das danach auf, so wie jetzt. Und bleib dabei höflich und sage ja Tschüss und auf Wiedersehen. Ich bin am Gehen.